Oh nein, die Zombies sind ja immer noch hier. Kai, was sollen wir nur tun? Mach endlich die Tür auf. Ich will nicht die Tür aufmachen. Okay, dann drück halt auf Adventure. Oh, ich will nicht. Ach, nee, warte mal. Wir wollten ja noch was machen. Wir wollten ja noch einen neuen Sommertag machen. Ich will auf Sommertag gehen und gehe auf die Achievements. Naja, machen wir später. So, das ist unsere Lady Gaga und jetzt machen wir einen neuen. Macht keiner. Oh. Was nehmen wir denn da für eine schöne Farbe? Oh ja. Ist irgendwo so kackstiftbraun? Nee. Ich fürchte nicht. No. Ich kann mich nicht entscheiden. Ja, nehmen wir das. Ich meine, das ist eine Brustbehaarung. Zwar weniger als du, aber es. Ja. Das hat doch was richtig schön Klassisches. Aber eins ist der Zombie sicherer. Bei der Unendlichkeit des Universums und bei der Dummheit der Menschen. So, nehmen wir den auch mal für eine Farbe. Da gibt's sehr schöne Sachen. Oh, Pink hatten wir gerade schon mal. Ist ja voll lame. Ist ja fast so wie von Gronkh geklaut. Der Spruch wird echt so. Bald. Da, Lynch hat no Soul und so. Ja, das. Oh, er hat keine Seele. Nein, ich wusste es. No, gibt's da noch mehr? Ja. Wow. Warte, du links. Mein Name ist Mustafa. Jetzt haben wir schon wieder irgendjemand auf den Fuß getreten. Was? Nein. Wieso machst du das, Kai? Wieso trittst du mir auf die Nee, warte mal. Was? Du weißt, was ich nicht meinte. Ich weiß, was du meintest nicht. Moment. Was? Oh ja, er guckt böse. Er will ja Brains fressen. Er hat mich an Lost Vikings, an irgendeinen. Genau an Balok, den Starken. Moment. Okay, sind wir wieder da. Mit meinem Vater auch noch dabei. Also irgendwie ist hier meine gesamte Familie. Nee, warte mal, meine Vögel und meine Mutter fehlen noch. Der ist auch. Oh ja, eine schwarze Jacke. Das sind sowieso alle komische Vögel. Passt schon insgesamt ganz gut. Und ihm passt die schwarze Jacke bestimmt auch total super. Gibt farblich auf jeden Fall alles her. Definitiv. Warten noch 6 Leute im Haus und 2 davon sitzen den ganzen Tag. Das sieht man alles gar nicht. Dann gehen wir in Goldszene. Gelb haben wir noch nicht. Und eine Goldkette, wer das denn dann? Sieht ja auch nicht toll aus. Lassen wir das so. Nein, Vater. Ja, er ist auch dabei. Ich habe ihn leider drin gelassen. Ich konnte ihn nicht rausschmeißen. Aber der Frisur sieht halt so nicht aus. Deswegen doch. Mit so einem dicken Kopf. Boah. Dann aber so ein Zauberhütchen. In blau, in blau, in blau. Wir können auch nein, im hellblau türkis. Ja, mit den. Ja, das hält's. Ja, oh, sieht so eklig aus. Ja, den will man direkt als erstes weg haben. Ist das nicht schön? Ja. Dann nehmen wir. Oh ja. Jo, Leute, damit müsst ihr euch jetzt zufrieden geben. Und jetzt geht's im Adventure Mode weiter. Warte mal. 2-1 bin ich. Was? Nehm auf, Vater. Ja? Abend, der Walker. Jojo. Ja, die Zombies kommen, die bleiben nicht aus. Ich bin ja auch der Walker. Ach so, den der Leo kannten wir schon mal. Fällt mir mal gerade so auf, wir waren ja. Eigentlich so hier. Ja, hier stehen geblieben. So, mal wieder Headset vors Maul packen. Ich hab nämlich bemerkt, dass ich in der letzten Aufnahme irgendwie richtig schönen Schwung drin hatte. Von oben nach unten. Mal konnte man mich hören, mal weniger. Ja, ist eigentlich wurscht, was wir hier nehmen. Wir können sowieso noch mit den Sonnenblumen was machen. So, ja, Ziel und Strategie ist halt, die direkt zu verpflanzen, die Puffshrooms. Weil die sehr, sehr schnell wieder fertig sind. Und die kosten einen Apfel und ein ganzer Ei. Also. Nein, noch nicht immer. Stimmt, Schlecker wird damit schon reich werden, ne? Können direkt wieder 10 Mitarbeiter mehr einstellen. Jo. Ja, böse Schleckerwitze sind böse. Macht aber nichts, ist ja die Wahrheit. Arme Schleckermänner.
Ja. Was schlecken die jetzt? For you vor Ort. Mehr sag ich da nicht zu. Mm. Ich verstehe es nicht. Na, macht auch nichts. Man sieht, ich glaube, die sind auch ein bisschen langsam in der Nacht, ne? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich meine, die sind ja so schon mehr so am Schlendern als am... Nö. Ja, vielleicht achte ich da jetzt auch nur gerade drauf. Das Level wird hier natürlich auch wieder ein extrem kurzes, weil... Das erste. Und es ist erstmal Nachtgewöhnung. Vor allem das Miese ist, wir kriegen hier nicht mal Pustekuchen. Naja, doch. Sogar für Lau. Ja. Meiner mit dem Pustekuchen nicht, stell dir vor. Nee, wir kriegen hier keine Sonne. Deswegen ist auch egal, was ihr im Prinzip in diesem Level mitnehmt. Ziel ist es eigentlich nur, die diese Puffschums mitzunehmen. Genau. Weil ohne ist halt dann echt ne Pustekuchen. Jo! Ja, was mit dem Rennen im Hintergrund scheint wirklich gut zu klappen. Das ist schön. Ja. Ich schon mal überlegt, irgendwie noch so eine Reihe Kartoffelminen so hinter die Puffschums zu packen. Das ist auch eine eigentlich sehr gute Überlegung. Weil die sind schnell gefressen. Ja. Um das mal zu erwähnen. Richtig, denn die Puffschums, die halten, ich glaube, ganz, ganz wenig aus. So nach 2-3 Bissen sind die weg. Ich hier auch nur so ein kleiner Mitternachtssnack. Genau. Wäre eventuell eine Überlegung für andere Modes, wie zum Beispiel Survival, sich da so eine Kartoffelreihe quasi hinterzusetzen. Einfach weil die, ja, dann alles wegmachen. Können da durchgehen, ist wurscht. So sieht er nämlich aus. Oh, da kommt der Zeitungsfritze. Oh oh. Kai, wie konntest du nur diesen Draht wegwerfen? Mit dem konnte man noch was machen. Hab ich doch gar nicht. Du bist einer, ey. Schön. Dabei war er so nah dran, das Sudoku-Rätsel zu lösen. Ja. Das kann man dann nachher auch noch beweisenderweise. Richtig. Kommen wir später noch zu. Wir wollen ja nicht noch unnötig vorwegnehmen, wenn wir es schon durchspielen. Machen wir das Nami Special am besten zum Schluss, ne? Mhm. Anders wäre es ja irgendwie doof. Direkt alles vorzulesen, aber es wird definitiv viel zu lesen geben. Ich glaube, dafür werde ich mir das Spiel, glaube ich, auf Deutsch stellen, falls es geht. Wenn nicht, ich glaube, du hast die deutsche Version, ne? Ich habe die deutsche Version irgendwo rumfliegen, ja? Ja, dann können wir uns die Texte aufschreiben, gut ist, und ich muss mir echt angewöhnen, wieder das Headset hier richtig zu setzen. Ist ja schlimm. Sorry, Leute. Ja, mit dir aufnehmen ist echt die Hölle. Ach, Kai. Wir kämpfen gegen Zombies. Es gibt Schlimmeres. Ist total Wurst. Ach ja, hier die Gräber. Wo wir gerade schon mal bei diesen Gräbern sind. Die können halt, naja, Zombies beschwören quasi. Naja, zum Ende kommt halt das raus, was, was der Grabstein verspricht. Richtig. Expired. Jo, ich glaube, wir sollten... Ach nee, wir lassen uns einfach mal die Zombie-Variation. Kommen ja noch genug Flaggen zum Schluss. Flaggenträger, so. Genau. Kann man ja einmal im Levelabschnitt dann ändern. Jo. Wäre eine Möglichkeit. Ansonsten kann man das ja zusammen mit dieser Idee von der Zombie-Beschreibung mal im Kommentar da lassen. Jo. Müssen wir auch irgendwann Schluss machen, mal so mit aufnehmen. Ja, mal gucken. Hast du jetzt die Zeit gemerkt? Mhm. Sind das ein paar Minuten dabei. So, der Sunshroom. Oh, der ist toll. Den kann man nachts gut pflanzen. Der kostet nur 25 Sonne. Der gibt zuerst kleine Sonne und ich glaube so nach 2, 3, 4 Minuten gibt er dann große Sonne wie eine Sonnenblume. Genau. Das ist insgesamt sehr günstig. Ach, guck mal. Hey, du hast schon 260 Dollar gesammelt. Wenn du 750 sammelst, kannst du was Tolles kriegen. Ja? Richtig, aber was richtig Tolles. Ja, dann würde ich sagen, sparen wir da mal drauf. Nicht, dass wir schon irgendwie Geld für was anderes ausgeben könnten, aber ist ja wurscht. So, brauchen wir denn? Da haben wir schon wieder die Eimer. Schon alles, was wichtig ist, ne? So, du weißt, ich sortiere das mal nach Preis. Ja. Bist schon ein komischer Kauz. Tja. Deine Familie, mach dir Sorgen. Ich werde dich verleugnen, noch bevor mein Vater dreimal gehustet hat. Nein.
Nein. Nein. Ich wollte gerade sagen, jetzt bei dir, aber. Ja, mein Vater sitzt auch noch im Raum. Und er hustet gerne. Dafür kann ich da nichts. Ich habe mir Lutschbonbons eingeschmissen. Vielleicht wenn man das hört, tut mir leid. Vielleicht. Wenn nicht, tut es mir natürlich nicht leid. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob für alle, die Portal 2 gespielt haben. Du kannst ja schon gemein sein. Aber. Fetter Arme. Oh yeah. Weißt du auch aus in der Fight Nummer 1? Nein. So, jetzt wollen wir mal schauen, wann der da endlich drauf tritt. Ich habe nämlich Hunger auf Kartoffelbrei. Ja, oh komm. Ja, Kartoffelbrei, Enemene, 1, 2, 3. So, ich eben nur herbei. Ach, warte mal. Flieg herbei, mein heißes Pizzateil oder sowas, ne? So war's, ja. Im Momentan sammelst du auch noch Sand, um mehr Sand zu machen, kann das sein? Ja. Hochlebe die Logik. Ja. Offensichtlicher Fehler ist offensichtlich. Aber sei es drum. Dafür habe ich es auch gleich schon geschafft. Aber wer die letzten Teile geguckt hat, der weiß, dass ich immer grundsätzlich zwei Reihen so einen Anbeter baue. Ja. Und das tanzende Blümchen oder kleine komisch guckende Pilze sind. Freund der Schatten. Hört alles Mögliche, wo das Wort Tod drin vorkommt. Oder ansatzweise angekratzt wird, aber sammelt Sonne wie so ein Bekloppter. Paff, Sprung, was steckt denn da drin? Jede Menge Luft, warte mal. Ja. Na. Oh, da gibt's schon die ersten großen Sonnen, die Pilze sind gewachsen. Meinst du nicht, da gibt's schon die ersten großen Pilze und da noch große Sonnen? Ja. Jetzt hat er noch seine Brille verloren, ja, die wird er noch wahrscheinlich noch brauchen. Verdammt! Jetzt kann er gar nicht mehr so Doku spielen. Das ist sehr negativ. Und wenn er nicht mehr so Doku spielen kann, dann kommt er die ganze Zeit so übel angelaunt ran. Naja. Steht ja noch alles, wir warten. Noch steht. You're welcome at any hour. Noch steht. Also noch steht alles, gefällt mir irgendwie nicht. Bei den Zombies könnten mal ruhig ein paar mehr sich einfach mal hinlegen. Seht ihr ja? Die legen sich zum Schlafen hin. Und verlieren dabei natürlich den ganzen Kopf. Weil sie es gar nicht fassen können. Ihre kleinen Hirne können das gar nicht fassen. Magic Pun. Yep. Yep. Ey, auch gemacht. Aber ich spiele ja nicht. Der Zauberer von Ginger Ross. Schade, da war es schon mit ihm. Ja, genau. Also, Eimer. Ja. Eimer ist nicht gut. Doch. Weil ist stabil. Komisch, die Eimer, die ich so gewohnt bin, sind nicht stabil. Man kann dann aber auch Lava transportieren. Falsches Spiel, ne? Ganz falsches Spiel. Oh. Wir haben hier Quadrate, aber das ist das Einzige. Was so. Nein! Was ist ein Nicht-Quadrat? Für die von euch, die gerade keine Ahnung haben, wir sprechen von Minecraft. Und für die Leute, die allgemein keine Ahnung haben, ja, ihr guckt ja auch dieses Let's Play, also muss ich aufpassen. Nein! Ist quasi so der allgemeinste Spiel. Nein! Ja, der Stil hat seit 1970 schon ein wenig nachgelassen, das muss man sagen. Jau! Ich hatte mal so einen witzigen Fehler bei YouTube, dass ich irgendwie schon vor 42 Jahren aufgenommen habe. Dead Number. Dead Number is dead. Achso. Ja, die Zahl. Zahl war genial. Yeah, yeah. Eimer und was ist ein Eimer?
auch so ein Eimer Popeimer. Also ein Popeimer ist immer ein guter Reim. Ich weiß auch nicht woher. Ich werde da jetzt langsam vorsichtig, du, sonst, ne? Ich meine, der meldet sich per Klicksum nicht, aber. Wann kommt. Genau, wann kommt Erik? Also, wir meinen natürlich Gregor Onk. Nein, Gregory the G-Onk, nein. Oh Mann. Ich schwöre, wenn man sowas guckt, dann sich davon zu distanzieren, irgendwann bei den Witzen. Kenn ich. Das geht mal aus. Also. Das würde ich jetzt auch machen. Das könnte sonst ein bisschen dauern. Weil unten ist nämlich ein Eimer-Zombie, das kann so ein bisschen nervig werden. Bisschen. Also ich meine, wer das jetzt nicht einfach nur hört, sondern guckt, der sieht, dass dem der Eimer immer noch nicht aufgefallen ist. Was ich jetzt tatsächlich ein wenig blöd finde. Ich verstehe zwar nicht, warum du das gerade gemacht hast, aber. Das ist irgendwie einfacher. Stimmt. Es dauert nicht so lang. Ist ja auch keine Themen aufgeschrieben, das ist mir super vorbereitet. Ich hab den zweiten Monitor nicht angeschlossen. Geht ja nicht, hast gesagt. Dann hörst du auf mich. Das ist mein Bruder oder sowas. Ab und zu muss man das auch schon mal machen. Aber jetzt hast du wieder Lady Gaga weg. Jetzt können wir wieder nicht hier Pokerface lesen. Wieso war das schon wieder die? Das kann ich gerade gar nicht gesehen. Ich weiß das gerade gar nicht. Ja. Oder ist nicht wieder der Ginger Zauberer von Ost? Du sollst eventuell. Ja, ich mach schon. Weil keiner wieder geschlafen hat. Wir teilen uns eine Maus. Jeder ein Headset, aber nur eine Maus. Ja, reicht doch. Also Maus im Sinne von Computermaus. Also wir haben es nicht so mit Tieren. Also mit den Tieren. Ich hab Wellies. Ja. Oh, Fumschrooms. Ja, die schießen. Ja, quasi so ein Feuersturm durch quasi. Nur also Feuersturm ist ja. Exhaust-Fume ist ja Abgas, also ist Fume ja Gas. Ah, dann schießt er halt so einen Gasstrahl. Und kann pupsen. Quasi. Der pupst durch Türen durch. Richtig, durch die Screen Door Shields. Ja, jetzt sind wir nicht wieder alles vorweg. Ja, was denn? Weißt du hoffentlich nicht mal, was gemeint ist. Wenn ja, wär's assi, so. Was nehmen wir denn jetzt? Bam, mit? Bam. Jo. Oder so. So, kurz in ein Nebengespräch vertieft. So was geht bei einem LP? Moment, LPT. Andauernd Nebengespräche. Scheint jetzt zu funktionieren. So. Vier Gräber, okay? Das geht noch, das wird nachher mehr. Ja, nachher mehr. Nachher, also jetzt nicht, wo wir aufnehmen, sondern erst natürlich dann danach. Ja, irgendwie schon. Wenn wir schlafen gehen, dann. Genau. Schicken den daheim diesen Zimmermann und der setzt dann was in die Eine Axt im Maus erspart den Zimmermann. Jetzt weiter, mach das dann nicht dich. Ja. Sonne. Yay, mehr Sonne. Wir bauen uns Sonnenplantagen an, um gute Laune zu verbreiten. Weißt du, Sonne und Sonne, ne? Das ist ja, die wird ja auch noch. Und Sonne. Oh mein Gott, die Sonne ist ein Gasriese. Was machen wir? Ja, was dachtest du denn? Ist mir egal, so lange Köpfe rum. Sonne darf scheinen oder nicht, Hauptsache es rollen Köpfe. Meine gute Einstellung. Ah, ey, du hast dich vorhin auch gefreut. Ja, natürlich, ich freue mich immer, wenn Köpfe rollen, wie du gesagt. Also mit Freunden meine ich natürlich einen anderen Part. Jo. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam. Das machen ist kein Let's Sing. Das machen LPR irgendwie, glaube ich, alle, wenn sie nicht wissen, worüber sie reden sollen. Das ist einfach mitsummen. Oder mitsingen. Ja. So, da kommt der Conehead-Zombie.
Oh nein, das könnte irgendwie problematisch werden oder so. Könntest sowas. Ja einfach so eine Karte. Ich könnte. Aber warum sollte ich's? Ich verliere ja komplett die Spannung. Ist doch so. Ja. Man merkt, wir haben keine Themen. Es läuft absolut gut. Wer guckt eigentlich Schlag den Raab von euch? Läuft ja heute. Jetzt wisst ihr alle, wann wir aufnehmen. Haben wir heute. Heute müsste der 17. sein. Jau. Ist ja gar nicht mehr so lange. Kann ich zumindest sagen, das sind deine beiden Wecker. Ja, ich habe hier nämlich zwei Wecker stehen, frag nicht. Ich habe mir irgendwann mal den von irgendjemandem geklaut. Ich glaube, der hieß Kai oder so. Ganz komischer Typ. Nee, das kann nicht sein, dann hättest du drei. Ach ja, stimmt ja, dann aber er weiß. Aber ich weiß natürlich trotzdem nicht mal, wer dieser Kai ist. Ich kenne nicht. Ich habe keine Kais in meiner Freundesliste. Nee, bei Skype. Bist du dir da sicher? Ich weiß es gerade gar nicht. So, bei diesen Gesellen hier ist es natürlich nützlich, wenn wir dann so einen Abgasschwung haben. Das Problem, das gerade China wieder hat, die haben ja eine große Smogwolke über den Fliegen, wusstest du das schon? Die haben mal des Öfteren so Probleme mit Smog. Tja, warum nur Industrieland und so? Die Pokémon kommen aus Japan, wenn Smogmog sich da festsetzt. Ja. So sieht das aus, der Smog. Oh Mann. Ja. So. Ist halt, ne? Ja. Ist halt so. Mitte März schon. Unglaublich. Die Zeit verrennt, das ist unglaublich. Und wenn ihr das guckt,